Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Die eine Person sagt etwas, die andere versteht jedoch etwas anderes und reagiert vielleicht brüskiert, vielleicht gelangweilt, doch häufig nicht so, wie wir es erwartet haben. Und das muss nicht einmal auf rein verbaler Ebene passieren. Oft reichen Mimik und Gestik, um beim Gegenüber eine Botschaft vermuten zu lassen, die möglicherweise gar nicht beabsichtigt war. Das gibt aus zwei Perspektiven zu denken. Kommuniziere ich so, kann ich nie wissen, welche Informationen beim anderen tatsächlich ankommen. Und höre ich jemandem zu, so kann ich nie wissen, ob das, was ich verstanden habe, auch wirklich vermittelt werden sollte. Vor diesem Hintergrund sollten wir lernen, Informationen anders zu begreifen. Aber wie können wir das machen?